Ja, willkommen zum nächsten Part. Weißt du die Storys? Wie versprochen, direkt am Anschluss des letzten Parts wegen dieser verkackten Mission da. Ah, ich habe mein Headset inzwischenzeit lauter gestellt. Muss ich direkt mal widerrufen. Lance will, dass wir unseren Arsch hier rüber schwingen, Bruder. Ja, so brauchen wir uns gar nicht ankommen, was? Ich will vernünftig angesprochen werden in einem guten Umgangston. Ach, wo fahren wir jetzt lieber hin? Zu Lance oder zu den Leuten, die uns umbringen wollen und uns stattdessen versklaven? Diese Entscheidung ist sehr, sehr schwer, aber weil ich ja schon mal auf dem Weg zu Lance bin, kann ich auch direkt mal weiterfahren. Ich meine, obwohl ich natürlich lieber zu den Serienkillern hin möchte, die mich versklaven, anstatt zu meinem eigenen Bruder. Obwohl ich auf denen in letzter Zeit auch nicht so gut zu sprechen bin, weil der eigentlich bisher immer nur Scheiße beschert hat. Nun gut, so. Ich würde so gerne das Radio anmachen. Ach Mensch. Naja, gut. Ich hoffe im Übrigen, dass die Audioaufnahme diesmal in Ordnung ist, weil wegen dem Rauschen und so habe ich ja im letzten Teil angesprochen. Ach, einen Moment, was habe ich denn da? Was habe ich denn da gesehen? Herzchen. So, ist ja fast wie ein Super Mario hier. An jeder Ecke gibt es ein Herz. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass die Audioaufnahme in Ordnung ist, weil ich hasse es, dieses blöde Brummen zu entfernen, das ich manchmal da drin habe. Das dauert zwar nicht allzu viel Zeit, aber es nervt halt einfach nur, weil ich gerne perfekte Audioaufnahmen hätte. Ja. Kann aber auch. Ich könnte mal ein anderes Audioaufnahmeprogramm ausprobieren, fällt mir gerade ein. Aber das werde ich wohl. Ich werde das früher oder später sowieso mal machen. Wie gesagt, gerade läuft eine E-Mail an den Logitech-Support und die sollen mir dann mal erklären, warum das Brummen auftritt. Weil ich ja so ein dummer User bin, der überhaupt nicht weiß, wie sein Computer auch nur angeht. Ne? So. Dann mache ich einfach mal selber mein Radio. Was wollt ihr denn für einen Song hören? Ach, ich kenne gar keinen. Ich kenne das Dauflied von Otto. Aber ich glaube, das ist geschützt. Das darf ich nicht singen. Darf ich nicht singen? Nein, darf ich nicht singen. Köln, schreibt mir in die Kommentare. Wollt ihr mal das Sauflied von Otto hören? Ja, das würde ich mir aber noch stark überlegen, das zu singen. Andererseits würde ich es wahrscheinlich doch machen. Alles für die geschätzten Viewer, nicht wahr? Viewer. Ich kann das nicht so gut aussprechen. Viewer. Viewer. If I were an American, it would flutsch better through my mouth. So. I think this is very good. English. Get over here and explain yourself. Stop acting like a child. Don't you shush me. Keep your voice down. No, you can barely tie your own shoelaces. You telling me how to behave? Will you shut up, you stupid gorilla? The place is bugged. The DA is on to us. Happy now. Also so laut muss es ja jetzt auch nicht sein. We're gonna have bugs in all our places. And by the time you find them all, we'll be halfway through a long jail term. What am I supposed to do? These bugs transmit long range. So knock out all the police antenna. The DEA won't even get a signal from these things. Die Polizei hat Antennen? Ich dachte, die fahren in diesen kleinen Vans rum. Naja, was soll's. Wo ist unser Auto? Hallo? Transportmittel. Naja, gut. Holen wir uns halt ein neues. Holen wir uns den Van hier. Der gefällt mir. Den Van, den mag ich. Den nehme ich mir jetzt. Ist ja schließlich meine Stadt. Hier gehört mir sowieso alles. So, nein, bringe ich später zurück, ne? Tschö. Was? Hä? Beweismittel? Warum steigt das gerade an? Muss ich hier rein? Einen ra kostenlosen Raketen. Kostenloser Raketenwerfer gefällig. Kommt alle ins, wie auch immer der Laden heißt. Ammunition, glaube ich. Ja, da gibt's kostenlose Raketenwerfer. Für alle. Raketenwerfer fürs Volk. Wir wollen uns verteidigen. Gebt uns keine Pistolen, gebt uns keine Gewehre. Wir wollen Raketenwerfer. Wollt ihr Pistolen? Nein! Wollt ihr Gewehre? Nein! Was wollt ihr denn? RPG! RPG! Okay, ich höre auf damit. Weiter? Wo ist das? Erste Antenne?
Beweismittel steht bei etwa einem Viertel, das ist ja noch etwas erträglich. Das heißt, die wissen erst zu einem Viertel, dass wir böse sind. Ja. Na? Na? Kennen also ein Viertel unserer schmutzigen kleinen Geheimnisse. Wie weit sind die blöden Antennen entfernt? Ich dachte, die sind alle in der Stadt verteilt, aber nein, die sind bestimmt alle zusammen auf einem Dach zusammengequetscht, damit man ja am besten die bestmögliche Reichweite hat. Ach, da muss ich sowieso hochlaufen. Ja, dann mache ich das mal direkt. Ich hoffe, ich werde hier nicht gefahndet direkt, wenn ich mit dem Raketenwerfer über den Polizeiparkplatz laufe. Aber wer weiß, was in dieser Stadt noch vorgeht. Ach, guck mal. Das hole ich mir aber vorher. So. Was? Ah. Oh. Sorry, keine Absicht. Einen Moment. So, Problem vorerst beseitigt. Wie kann ich damit zielen? So, damit ziele ich. Ah, wunderbar. Drogencops wollen meine Beweise sichern. Ja, finde ich nicht so nice. Nehmen wir uns mal das Snipergewehr da, das gefällt uns doch. Und jetzt, einen Moment. So. Ja, zerstöre die Antenne auf dem Dach des Polizeireviers in Little Havana. Da fahren wir hin, ich möchte nicht fliegen. Falls mich jetzt, oh, nice Rolle oder wie auch immer das heißt. Da fahre ich jetzt hin, ich habe schlichtweg keine Lust zu fliegen, weil ich würde sowieso abstürzen. So, bevor die mich alle aus meinem Auto rausholen. Ich bin nämlich langsam an den Wagen festgehangen. Denn schließlich gehören wir dem A-Team an und müssen Antennen zerstören. Passt eigentlich. So. Ich glaube, das war genug der hellen Stimme. Denn schließlich ist heute dann. Heute ist der Tag des Nervens, kennen wir ja. Ich wüsste gerne, wo der Pfeil ist gerade. Der ist irgendwie mitten in so einem Gebäude drin, aber ich glaube, wir müssen einfach nur geradeaus fahren. Ja, schätze ich mal. Zwei Polizeistände sind ja eigentlich noch in Ordnung, ne? Ich meine, so auf die Nerven sollten die uns ja jetzt nicht gehen, vor allem wenn sie gegen die Wand fahren. Ja gut, ich meine, es ist ja deren Entscheidung, ob die jetzt die Wand fangen wollen oder mich, das ist mir eigentlich so ziemlich egal. Jetzt muss ich wohl nach links. Ah, da ist die Brücke. Brücke in die Freiheit. Die Polizei weiß wieder mal nicht, wie sie gegen uns fährt, sondern über uns herum. Alles zum Wohle der städtischen Einrichtung. Dazu zählen natürlich auch die Polizeiautos. Da lässt man schnell mal den einen oder anderen Verbrecher entkommen, um das Auto zu schützen. Ich sollte etwas bremsen gleich. Denn bevor hier die Autos... Ist das auch ein Polizeiauto? Warum fährt der von mir weg? Was? Okay. Ah, Ladescreen. Geh weg. Ja, ging doch schneller als gedacht. So. Ich hoffe, ich kriege keine Fahndungssterne mehr, wenn ich jetzt gleich da oben... Wie komme ich denn da hoch? Bitteschön. Ah, da hinten. Ja, mit dem Teil bin ich nicht so schnell unterwegs, Mit dem Teil bin ich nicht so schnell unterwegs, merke ich gerade. So. Ich hoffe, die folgen mir nicht aufs Dach, sonst bin ich gearscht. Eins ist weg. Zwei ist weg. Falls ihr gerade nicht so viel sehen könnt, tut mir wirklich leid, aber ich... Ja, vier Fahndungssterne. Ist das nicht schön? Ich werde sowieso sterben, also im Endeffekt... Naja, gut. Runter hier. Und mal gucken, ob mir noch jemand auf den Fersen ist. Wo sind die denn alle? Hallo? Ja, nee, wir nehmen uns wieder unseren A-Team-Van, obwohl der schon ziemlich demoliert ist. Naja, was soll's. Das ist ja ein robustes Fahrzeug. Ne.
Was? Straßensperre? Nicht mit mir. Ich kenne deine Abkürzung. So verarscht. Wunderbar. Nein. Ihr könnt mich alle mal. Was will der denn mit seinem scheiß Sportwagen da? Das sind auch Polizisten. Ah, da sind Polizisten. Verpisst euch, verpisst euch, verpisst euch, verpisst euch, verpisst euch. Verpisst euch, verpisst euch, verpisst euch, verpisst euch. Da ist was. Das brauche ich. Das sieht seriös aus. Damit komme ich bestimmt schnell davon. Wie weit muss ich eigentlich? Ach, nur ans andere Ende der Stadt. Ist das nicht wunderbar? Aber wenigstens muss ich nur geradeaus fahren. Oh, das ist schnell. Das Teil ist schnell. Ja, ich ziehe meine Aussage zurück. Das ist eigentlich ziemlich geil, aber das Handling ist nicht so optimal. Hey, top. Ich fahre jetzt nur mit so einem großen Lieferwagen rum. Das ist AT Max. Kommt bald in die Kinos. Das ist dann mit noch höherer Tonlage. Das ist dann Ultraschall. Das hört ihr gar nicht mehr. Also das AT-Musik-Zeugs. Was? Nein. Ich habe 4 Polizeisterne und die Mission wurde abgebrochen, weil ich anscheinend zu langsam war, aber wie soll ich denn bitte, wie hätte ich das schaffen sollen? Ich kann doch nicht mit so einem kleinen Porsche durch die Gegend fahren, der wird doch rucksflugs wird er doch zerstört. Ach, meine Güte, machen wir das halt nochmal, tut mir ja leid, aber ja, für eine 40-Minuten-Folge bin ich dafür erst 4-mal gestorben und habe erst, ja, eine Mission geschafft, ist das nicht schön? Alles scheiße ist das, alles scheiße, alles Dreck. Alles Mist, alles Mist, alles Mist. So. Ja, ich brenne. So. Ich würde gerne Cheats anwenden. Ihr könnt mir im Übrigen auch mal sagen, ob ich Cheats anwenden darf. Das werde ich dann zwar nicht allzu oft tun, aber vielleicht in einer Mission, in der ich vielleicht schon 4-mal abgebrochen bin, weil ich gestorben bin oder so, würde ich dann doch gerne mal vielleicht den einen oder anderen Polizeifahndungsstern-Cheat benutzen. So. Hallo, ich würde gerne einsteigen und jetzt fahren wir zurück zu Lance und machen das ganze Scheißkack nochmal. So. Ich möchte keine Polizeimission machen, ich möchte eine Mission gegen die Polizei machen. Ist das denn so schwer? Ja, anscheinend schon, denn sonst hätte ich nicht verloren. Ich als Profi-Gamer. Als Highskill-Profi, ne? Ach ja, ich kann euch meine Zukunftspläne schon mal mitteilen, solange wir hier rumfahren und sinnlose Kacke machen. Und bevor ich das mache, werden erstmal diese Leute sterben, die meine Autos kaputt machen. Wisst ihr, warum lasse ich mich eigentlich nicht umbringen? Hallo, bring mich doch mal um. Danke sehr. Denn mein Plan ist es, dass wir jetzt mit 0 Fahndungssternen zurück zu Lance kommen. Und ich weiß nicht, wie das gewesen wäre, wenn wir die Mission angestartet hätten. Wenn wir direkt mit 4 Fahndungssternen gestartet wären, das wäre ja auch nicht so toll gewesen. Und die 2000 Dollar, die zahle ich da doch gerne mal. Wir haben ja auch mittlerweile schon wieder 15.000. Das geht ja gerade ab hier, das Imperium. Und von daher kann ich jetzt direkt zur Mission mich fahren lassen. Hätte ich eigentlich viel früher machen sollen, mich umbringen lassen, aber auf solche Ideen kommt man halt erst, wenn es zu spät ist. So. Ach, da haben wir einen Sportwagen. Also mit dem fahren wir gleich mal durch die Gegend. Das ist meine Idee, die ich unterstützen würde. Die ich auch selber habe, also deswegen unterstütze ich sie ja auch. Und wenn wir diese Mission hier abschließen bis zum Ende des Parts, dann bin ich stolz auf mich, weil ich dann in 40 Minuten 2 Missionen geschafft habe. Das ist doch mal was, oder nicht? Wo willst du hin, Mann? Alter, ich will die Wanzen zerstören. Ach nein, nicht die Wanzen, die Viecher, die die Wanzen empfangen. So. Und diesmal muss ich mal etwas mehr darauf achten, was da beim Beweismittel steht. Aber ich konzentriere mich allgemein sehr, sehr gerne nur auf das eigentliche Missionsziel und nicht auf eventuelle Lebensbalken oder einen Moment. Ich muss ja noch meinen kostenlosen Raketenwerfer holen. So. Hallo. Ich hätte gerne einen kostenlosen Raketenwerfer. Danke für diesen... Ach, ich habe schon wieder 12 Munition. Ich hatte noch 4 Schuss hatte ich noch übrig. Das heißt, das wird ein nettes Feuerwerk geben, da auf dem Dach des Polizeigebäudes. Und ich hoffe, wenn das gerade, wo wir gescheitert sind, die letzten Antennen waren, wo wir hin mussten, dann bin ich guter Dinge, dass wir das dieses Mal schaffen, weil mit diesem Wagen hier kann eigentlich so gut wie nichts schief gehen, ne? Eigentlich.
außer die Polizei sucht uns und fahndet nach uns und bringt uns dann um. Aber sonst kann wirklich nichts schief gehen. Gar nichts. Ne. Das sind diese neuen Start-Stopp-Motoren. Die fahren so. Hört sich gesund an. So, fahren wir mal mit Fullspeed. Wann kommt das denn? Ach, hier ist es ja. Unser Polizeigebäude. Das Zuhause deines Freundes und Helfers. Denn wie wir alle wissen, wohnen die Polizisten ja in diesen Gebäuden. So. Dann gucken wir mal, ne? Laufen wir mal die Treppe hier rauf. Und dann gucken wir, ob wir da ein bisschen was zerstört kriegen. So. Ich werde natürlich sofort gesucht und von wegen gesucht. So, die einzigen Zeugen sind weg. Eigentlich dürfte ich jetzt nicht mehr gesucht werden, aber natürlich wissen die Polizisten alle sofort, wie ich aussehe, wie ich heiße, wo ich gerade bin. So. Also, wenn ihr mir erlaubt, dann werde ich ab dem nächsten Part vielleicht mal das ein oder andere Mal den ein oder anderen Cheat verwenden, weil ich mir gerne doch mal das ein oder andere Polizeisternchen wegzaubern möchte. Ich habe noch 2/3 Kamera-Akku, das hört sich doch gut an. Mir fällt gerade auf, ich nehme doch nicht den Sportwagen, aber das ist mir jetzt auch nicht besonders wichtig. Wo muss ich hin? Ach, da. Einen Moment, links. Am Polizeigebäude rum. Ach, hier sind wir schon direkt. Und wenn diese Spasten mich nicht die ganze Zeit aufregen würden mit ihrer behinderten Abdrängtechnik, die nicht funktioniert, wie wir gerade sehen, dann wird das auch alles viel flotter gehen. So, verpisst euch. Beweismittel ist schon bei Hälfte. Scheiße. Ich frage mich aber, wie man das schaffen soll. Ich meine, ich bin noch so schnell wie möglich jetzt dahin gefahren. Also, ich habe mir nicht besonders viel Zeit gelassen jetzt beim Dahinfahren und schon ist die Hälfte voll. Gleich 3/4. Wie soll ich das denn machen? Hallo? Und ich fahre schon mit Fullspeed hier und niemand hält mich an. Ja, welcome to Vice City. Vielen Dank. Das weiß ich jetzt. Ihr braucht es mir nicht dreimal zu sagen. Vielen Dank für diese Information. Halt deinen Maul. Weg mit euch. Scheiß Polente ohne Kack. In diesem Spiel nervt es einfach nur. Und da kommt wieder unser netter Heli, der uns umbringen will. Ja, ist ja wunderbar, ich freue mich. Schießt ruhig. Das gefällt mir. Ja, macht ruhig weiter, ja. Yes, it will hurt you. So. Ja. So. Hallo? Na. So. Und jetzt, da runter. So. Und hier lang. Ich glaube, die parken auf der falschen Seite oder was sie haben. Egal. Fahren wir mal hier rechts lang. Mit 4 Fahndungssternen kommen wir auf jeden Fall ziemlich weit. So, ich bin gerade etwas gespannt. Vor allem, ob mein Wagen jetzt noch explodiert oder ob ich mit dem zum nächsten Ziel komme. Idioten. Ha, haltet mich doch mal richtig an. Im Ernst, ich bin gerade ein bisschen innerlich so aufgeregt. Also aufgeregt im Sinne von sauer auf diese scheiß Polizisten, die nichts anderes können, als mich ständig abzudrängen. So wie jetzt ungefähr. Ja, gut so. Macht er gut, macht er toll. Ich steige jetzt in euer scheiß Auto ein und fahre damit weg. Tschüss. So. Oh, hat sogar geklappt. Wunderbärchen. Ich würde sagen, damit schaffen wir das auf jeden Fall zum Ziel. Und wir haben noch circa 1/4 davon. Von diesem Balken da, oben rechts. Da bin ich doch recht guter Dinge, dass wir das heute alles schaffen. Na? Ich wüsste gerne, was ich hier machen muss. Muss ich hier hinter das Gebäude oder was? Da muss ich hoch. Ja.
Oh, das tut so weh. Bitte tut mir nicht weh. Nein, doch, ach. So, auch in der Gefahr, dass ich jetzt sterbe. Ja. Sie sollten keine Beweise mehr sichern können. Toll. So, einen Moment. Ihr könnt gerade schlecht sehen. Das tut mir leid, aber ich bin gerade etwas angespannt, weil diese Mission erfordert doch schon etwas mehr Skill von mir, vor allem mit 5 Fahndungsbalken. Was muss ich jetzt machen? Ach, ich muss zum Payne's Brave, ne? Scheiße, das heißt, ich brauche ein Zivilfahrzeug. Das heißt, ich brauche das Fahrzeug von diesen Typen, die da waren. So. Boah, wie ihr kriegt mich jetzt. So. Nein. 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 So, da hinten ist ein Zivilfahrzeug. 5 Fahndungssterne, vielen Dank. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann werde ich den, Part beenden und werde im nächsten Teil werde ich das dann alles richtig machen. Und zwar indem ich mir Fahndungssterne wegcheate, weil das ist mir gerade etwas zu. Obwohl, nein, ich werde nicht cheaten, sofern ihr es mir nicht erlaubt. Also schreibt mir in die Kommentare, wollt ihr, dass ich cheate? Wenn ja, dann ja. Und wenn nein, dann nein. Tut mir jetzt leid für die letzten 5 Minuten, wo ihr nicht allzu viel Gutes gesehen habt. Aber wenn wir es jetzt durch diese Polizeisperre... Was? Ich brenne schon. Was ist das denn für Asoziale? Was? Geht weg. Hallo Leute, das war's für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen und nehmt es mir nicht übel, aber ich bin gerade etwas angepisst von diesem Spiel. Wie zum Teufel soll man mit 5 Fahndungssternen durch diese behinderten Kontrollen kommen, ohne ein ultra gepanzertes Fahrzeug? Ach, ich habe eine Idee. Ich werde jetzt noch eine Folge aufnehmen und dann werde ich mir einen Panzer ercheaten. Ja, das werde ich machen. Zumindest ab der Stelle, wo ich 5 Fahndungssterne habe, werde ich mir einen Panzer ercheaten. Und, obwohl, ja, ich werde mal überlegen. Ich werde jetzt den nächsten Part direkt wieder aufnehmen hier. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen, auch wenn wir die Mission jetzt nicht geschafft haben. Wir sind doch recht weit gekommen. Und ihr könnt mir mal erzählen, ob ihr das Spiel schon durchgespielt habt. Ich muss mal das Mikrofon wieder richtig stellen. Ob ihr, das Spiel schon durchgespielt habt und wie ihr diese Mission fandet. Also ich finde sie bisher die schlimmste Mission von allen. Das war's von mir. Ich hoffe, ja, es hat euch gefreut, den Part zu sehen. Und ansonsten sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich muss gerade den... Scheiße, ich muss dann den Knopf auf der Kamera drücken. Nichts vergessen. Bis zum nächsten Mal.